Die Königin und ich werden den heutigen Tag stets als Inspiration in Erinnerung behalten. Auf dass wir dem Vertrauen gerecht werden, das ich voller Stolz zu Beginn meiner Herrschaft empfinde. Er wurde oft als übermäßig schüchtern beschrieben, sehr zurückgezogen, sehr nervös und nicht gewillt, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Er strebte nie danach, König zu werden. Diese Bürde wurde ihm auferlegt. Von da an musste er sich sein ganzes Leben lang damit abfinden und als König sein Bestes geben. Heute danken wir Gott für diese große Erlösung. George V. bestieg den Thron kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs und war während dieses Kriegs König. Das beeinflusste offensichtlich nicht nur ihn, sondern das ganze Land. Er änderte den Namen der Königsfamilie. Er entledigte sich der ehemaligen kontinentaleuropäischen Verbindungen zum deutschen Haus Sachsen-Coburg und Gotha. 1917 änderte er den Familiennamen zu Windsor. Er erschuf also das Haus Windsor. Seine Kinder wurden allem Anschein nach mit äußerst stringenter Disziplin erzogen. Insbesondere die beiden älteren Jungen, Edward und Albert. Vom König selbst, George V., heißt es, er habe seine Söhne körperlich gezüchtigt. Ich denke, er handelte dabei den Gepflogenheiten der Zeit entsprechend. George VI. Hatte eine sehr schwierige Kindheit. Er stotterte wohl ab dem 8. Lebensjahr. Es scheint, als hätten mehrere Faktoren dazu beigetragen. Er war beispielsweise Linkshänder, wurde aber, wie damals üblich, gezwungen, mit rechts zu schreiben. Er litt an X-Beinen und musste vermutlich schmerzhafte Orthesen an seinen Beinen tragen. Wie schon gesagt, damals war das wohl gängige Praxis in Familien mit diesem Status, die sich die beste medizinische Betreuung leisten konnten. George V. fiel es schwer, seinem Sohn gegenüber Anerkennung zu zeigen. Wenn er in der Lage gewesen wäre, seinem Sohn zu sagen, wie sehr er ihn schätzt, hätte das George VI. Sicherlich psychologisch geholfen. Erinnern wir uns an die jungen Jahre des zweiten Sohns von König George V., als Prinz Albert noch ein junger Mann und Junggeselle war. Sein Leben galt der Erfüllung öffentlicher Pflichten, stets gewissenhaft und mit einem Lächeln. Als zweitgeborener Sohn hätte Prinz Albert den Sport und den Luxus seines Standes genießen können. Das entsprach ihm aber nicht. Damals wie heute widmete er sich seinen Pflichten. Die Beziehung des zukünftigen Edward VIII. Und Bertie's ist sehr interessant. Einerseits gab es die typische Beziehung von Brüdern mit ähnlichem Alter, in der der Ältere den Jüngeren dominierte. Eine gerade in dieser Situation sehr übliche und verbreitete Art von Beziehung. Dazu kam auch, dass Edward VIII. Ein überaus gut aussehender, selbstbewusster und charmanter Mann war.
Rückblickend kann man es sich leicht machen und sagen, sie hätten sich ständig als Rivalen gestritten. Bertie habe sich im Schatten Edwards gesehen. Ich denke aber, dass das für diesen frühen Lebensabschnitt nicht stimmte. Als der älteste Sohn, der spätere Edward der VIII., eine Reihe Abenteuer mit verheirateten Frauen hatte, war sein Vater seinetwegen zunehmend verärgert und wandte sich mehr und mehr Bertie zu. George der V. hat angeblich gesagt, er ginge davon aus, dass sein ältester Sohn sich innerhalb eines Jahres auf dem Thron ruinieren würde. Was er dann auch tat. Bertie war wie schon sein Vater einfach gestrickt. Er ging gerne jagen, schießen und angeln. Das Landleben gefiel ihm, aber er wuchs in einer Familie auf, die insgesamt langweilig war. Elizabeth Bowes Lyon, unsere berühmte Königinmutter, mischte das Haus auf, denn sie hatte faszinierende Freunde, veranstaltete tolle Partys und war sehr attraktiv. Sie stellte einen Bruch mit dem unterdrückten und langweiligen Lebensstil dar, den er zuvor gewohnt war. Seine Ehe mit Elizabeth Bowes Lyon, der späteren Königinmutter, beeinflusste sein Leben enorm. Anfangs zögerte sie, ihn zu heiraten. Er musste sie redlich bezirzen, aber am Ende sagte sie ja. Von diesem Tag im April 1923 an, nach der feierlichen Heirat des Herzogs von York und Lady Elizabeth Bowes Lyon in Westminster Abbey, galt ihnen Beständigkeit als das Wichtigste im Leben. Die Geburt einer Tochter und die Freude des Empire waren Vorzeichen der Zuneigung für die Prinzessinnen Elizabeth und Margaret Rose. Eine ideale, glückliche Königsfamilie, ein Vorbild der familiären Einigkeit, der Grundlage nationalen Wohlbefindens. Das war wohl das Beste, was ihm je passiert ist. Er fand wahres Glück. Er hatte mit ihr zwei Kinder, Elizabeth und Margaret. Er nannte die so entstandene Familie immer »Wir vier«. Sie war das Fundament seines Lebens. Er war ein hingebungsvoller, liebevoller Familienmensch. Sie unterstützte ihn bei all seinen Problemen, insbesondere in Bezug auf das Stottern. Dieses Stottern überschattete all seine öffentlichen Auftritte. Er hasste öffentliche Reden. Sie animierte ihn, sich behandeln zu lassen, denn sie wünschte sich, dass er geheilt würde. Mein Großvater kam 1924 mit wenig Geld nach Großbritannien und war nicht qualifiziert, Stottern zu behandeln. Er etablierte eine Praxis in der Harley Street, der Hochburg der britischen Medizin, was für einen unqualifizierten Außenseiter aus Australien durchaus gewagt war. Die Herzogin und der Herzog sahen sich ein Theaterstück an und trafen hinter den Kulissen die junge Schauspielerin Evelyn Boulay, die wegen Stimmproblemen Patientin meines Großvaters war. Als die Ängste des Herzogs von York bezüglich seiner Australienreise aufkamen, empfahl sie ihm bzw. der Herzogin eine Behandlung bei Lyon. Die Herzogin vereinbarte dann den ersten Termin für Oktober. Der Herzog und Loke trafen sich enorm oft. Es war eine sehr intensive Behandlung. In den ersten 14 Monaten trafen sie sich 80 Mal, manchmal sogar wöchentlich. Zu Beginn der Behandlung möglicherweise sogar noch öfter. Vielleicht spielte es auch eine Rolle, dass Loke Australier war und der Herzog wegen einer Australienreise Angst hatte. Bei der Reise durch das Empire empfing Australien das Königspaar mit strahlender Sonne und Jubel. Der Hauptgrund für die Besuche des Herzogs bei Loke war seine bevorstehende Reise nach Australien und Neuseeland. Seine Rede in Wembley war nicht allzu gut gelaufen. Das ist die Rede, mit der auch der Film beginnt. Einige Einträge in den Behandlungskarten meines Großvaters beschreiben das Stottern des Königs im Detail, was Colin half, das Stottern richtig zu spielen.
Es gibt viele Experten, die bei Stottern helfen können. Sie sollen dafür sorgen, dass man nicht mehr stottert. Es gibt aber keine Experten, die einem helfen zu stottern. Und es gibt auch keine Anleitungen. Somit war ich durchaus auf mich allein gestellt. Wir hatten aber Glück im Unglück und unser Autor, David Seidler, hatte schon sein Leben lang gestottert. Er war schon über 70 und somit gewissermaßen ein Experte auf dem Gebiet und zudem ein wortgewandter Autor, konnte mir also gut weiterhelfen. Er beschrieb es sehr eindrucksvoll und war eine große Hilfe. Er war danach weiterhin bei Luke in Behandlung, wenn auch in den späten 1920ern und 30ern nicht so oft. Nach der Abdankung seines Bruders Ende 1936 aber intensivierten sie die Zusammenarbeit. Der König ist erkältet. So wurde es am 17. Januar verlautbart. Erst am nächsten Morgen gab es Grund zur Sorge, als ein Mitteilungsblatt an den Toren von Sandringham Herzprobleme bezeugte, die als beunruhigend erachtet werden mussten. Das Herzogspaar von Kent traf auf dem Landsitz des Königs den Prinzen von Wales und den Herzog von York. Der Sonntag war erholsam für den König, aber tags darauf wurde um 9.25 Uhr verlautbart, das Leben des Königs neige sich friedlich dem Ende zu. Kurz nach Mitternacht vernahm die Welt im Radio die Kunde. Der König war am Montag, dem 20. Januar 1936, um 11.55 Uhr entschlafen. Seine Majestät starb friedlich in seinem Zuhause, von dem aus er sich an Weihnachten als Freund und Vater an uns, sein Volk, gewandt hatte. Die ganze Welt schaute auf die Sendezentrale der BBC, als seine Majestät mit dem Auto ankam, um eine historische Botschaft zu übermitteln. Der König traf den Vorsitzenden und Generaldirektor Sir John Reith. Minuten später lauschten Millionen zum ersten Mal zu seiner Amtszeit seiner Majestät König Edward. Es ist eine uralte Tradition der britischen Monarchie, dass der Herrscher eine Nachricht an sein Volk richte. Die Wissenschaft erlaubt es mir, dies persönlicher zu gestalten als eine schriftliche Nachricht, weshalb ich nun über das Radio mit Ihnen allen spreche. Er war äußerst umgänglich, nicht nur in Bezug auf die High Society, sondern auch, wenn er einfache Leute traf. Er war gelassen und charmant, aber er hatte das Ende der Fahnenstange erreicht. Damals war es einfach nicht akzeptabel, als künftiger König von England eine zweifach geschiedene Amerikanerin zu heiraten. I love you. Die Königsfamilie stand Wallace Simpson missgünstig gegenüber. Insbesondere die Herzogin von York, die von ihrem Verhalten verstört war und schnell eine starke Abneigung gegen sie und ihren Einfluss auf die Königsfamilie entwickelte. Edward war verliebt und bestand auf die Beziehung, auch wenn diese nicht nur für die Königsfamilie, sondern auch für die Regierung inakzeptabel war. 10. Dezember 1936, einer der bedeutendsten Tage in der Geschichte Englands. Das gesamte Empire hart gespannt der Entscheidung König Edward VIII. Sir John Simon und Mr. Walter Monckton verließen nach einer Unterredung mit Mr. Baldwin die Residenz des Premiers. Ohne Unterbrechung trafen Boten aus Fort Belvedere, wo der König diese Schicksalswoche verbrachte, in London ein. Die Bevölkerung wusste nichts von der sich anbahnenden Abdankungskrise, da die Zeitungen sie erst in den letzten Zügen veröffentlichten. König Edward und seine Brüder verließen Fort Belvedere und lauschten den Funkübertragungen der Geschehnisse im Parlament zum Ende der Regentschaft.
Nach einer letzten Botschaft verließ der Premier seine Residenz, wo, wie in Westminster, eine versammelte Menge befürchtete, Kunde von der Abdankung zu erhalten. Bertie verfolgte die Ereignisse mit wachsendem Schrecken. Er sagte später, König zu werden wäre das Letzte gewesen, was er wollte. Ich vermute, bis kurz vor der Abdankung hatte er gehofft, das vermeiden zu können. Er war nicht darauf vorbereitet worden, König zu sein. Er war ein wichtiges Mitglied der Familie, Rang 2 in der Erbfolge. Aber der Unterschied zur Rolle seines Bruders als Prinz von Wales war gewaltig. Die Abdankung Edward VIII. 1936 spaltete das Land. Das britische Establishment, die Kirche, die Regierung und das Parlament war gegen die Heirat von Edward VIII. Und Mrs. Simpson. Das Volk war wohl anderer Meinung. Und es ist interessant zu beobachten, wie beliebte Zeitungen, die wir heute der Regenbogenpresse zurechnen würden, ihn in ihrer Berichterstattung damals sehr unterstützten. Allgemein war die Öffentlichkeit durchaus angetan von der Idee, er solle Mrs. Simpson heiraten, wenn er sie denn liebe, was es seinem Bruder sehr schwer machte, als er den Thron bestieg. Wie er auch selbst sagte, war er der einzige britische König der Geschichte, der den Thron seines Vorgängers zu Lebzeiten bestiegen hatte. Wie sehen Sie das Ganze? Ich denke, der König soll die Frau heiraten, die er liebt. Das Land steht hinter ihm. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Meiner Meinung nach soll der König heiraten, wen er liebt. Er war immer gut zur Arbeiterschicht. Das ist meine Meinung. Der König soll sich mit seiner Heirat glücklich machen, denn er weiß, alle stehen hinter ihm. Dies ist Schloss Windsor und seine königliche Hoheit, Prinz Edward. Vor wenigen Stunden vollzog ich meine letzte Pflicht als König und Herrscher des Empire. Da nun mein Bruder, der Herzog von York, meine Nachfolge antritt, schwöre ich ihm zuallererst meine Treue. Dank seiner langen Ausbildung und seinem guten Charakter wird er mir ein würdiger Nachfolger sein. Ihre Majestät, meine Mutter, sowie auch meine Familie spendeten mir in diesen schweren Tagen Trost. Die Minister der Krone und insbesondere Mr. Baldwin, der Premierminister, behandelten mich stets mit Hochachtung. Nun haben wir einen neuen König. Ich wünsche ihm, wie auch Ihnen, seinem Volk, von ganzem Herzen Glück und Wohlstand. Gott segne sie alle. Gott schütze den König. Als die Abdankung letztendlich stattfand, traf ihn das schwer. Er hatte sich nicht über viele Monate darauf vorbereiten können. Bertie weinte eine Stunde lang an der Seite seiner Mutter. Er war am Boden zerstört. Er wollte nicht König sein. Er war ein unfreiwilliger Monarch, aber es musste nun einmal sein. Letztendlich würde er die Aufgabe mit Bravour meistern. Die Königin Mutter sprach zum ganzen Volk: Begrüßen wir König George den VI., auf dass ihr ihm ebenso treu ergeben seid wie zuvor meinem geliebten Ehemann. Begrüßen wir ebenfalls meine geliebte Schwiegertochter, die künftige Königin. Ihre Kinder habt ihr bereits ins Herz geschlossen. Ich bete, dass die Treue und Einheit unseres Landes und Reiches mit Gottes Segen gedeihen möchte. Gott, deine Gunst erlaubt es, Königen und Königinnen zu herrschen.
Segne Prinz George den VI. Auf dass seine Herrschaft lang und freudvoll sei. Gott schütze den König. Im Ausland war man bei seiner Thronbesteigung der Ansicht, er wäre der Aufgabe nicht gewachsen. Er sei nicht vorbereitet, könne mit der Öffentlichkeit nicht umgehen, sei unsicher und schüchtern. Wegen seines Stotterns habe er Wutanfälle und bräuchte dann erst Zeit, sich wieder zu beruhigen. Eine der bemerkenswertesten Aussagen im Vorfeld der Krönung kam von Cosmo Lang, dem Erzbischof von Canterbury. Ich vermute, er wollte nur helfen, aber er wies bei einer Rede darauf hin, dass der König eine Sprachstörung habe und zögerlich spreche, jedoch Fortschritte gemacht habe und dass man mit ihm geduldig sein solle. Für den König muss es ein Schock gewesen sein, dass sein größtes Problem so herausgestellt wurde. In seinem Tagebuch schrieb Logue, er habe dem König sein Mitgefühl ausgedrückt, wie ungeschickt die Worte des Erzbischofs doch seien. Der König antwortete: Hast du es jetzt auch auf ihn abgesehen? Du solltest hören, was meine Mutter dazu sagt. Es war eine sehr unbequeme Lage für den König. Es ist durchaus bedeutsam, dass Churchill bei der Krönung von George dem VI., bei der er in der Abtei zugegen war, zu seiner Frau sagte: Du hattest recht, der andere wäre niemals in Ordnung gewesen. Er war zuvor als Unterstützer Edward VIII. Aufgetreten. Aber auch er fand, dass die Krone bei George dem VI. In besseren Händen war. Am 12. Mai 1937 fand in Westminster Abbey die Krönung König George VI. Statt. Die Prinzessinnen wohnten dieser Andacht bei. Prinzessin Elizabeth war mit 11 Jahren nun Thronfolgerin. Durch einen jahrhundertealten Ritus wurde ihr Vater zum König. Zurück in Buckingham Palace wurde die Königsfamilie vom Jubel tausender versammelter Männer, Frauen und Kinder auf dem Balkon begrüßt. Dies war der Beginn einer Herrschaft voller Gefahren und Prüfungen, durch die sich George VI. Als einer der größten unserer Könige erweisen sollte. An der Krönung lässt sich ablesen, wie nahe Logue dem König stand. Er war überrascht und erfreut, dass er und seine Frau Myrtle Sitzplätze in der Königsloge erhielten. Das verstörte wohl nicht nur Cosmo Lang, den Erzbischof von Canterbury, sondern auch einige andere, die nicht verstehen konnten, warum der König seinem Sprachtherapeuten einen Ehrenplatz zuwies. Es unterstreicht aber auch, wie eine anfangs rein professionelle Beziehung zu einer echten Freundschaft zweier Männer wurde und dass der König ihn wirklich in seiner Nähe brauchte. Nach der Thronbesteigung 1937 nahm die Sache schnell Fahrt auf. Und der König und Logue fanden sich in einer neuen Rolle wieder. Der König brauchte seine Betreuung und Therapie, um am Mikrofon die Reden zu halten, von denen ihm noch so viele bevorstanden. Die Königin und ich werden den heutigen Tag stets als Inspiration in Erinnerung behalten. Auf dass wir dem Vertrauen gerecht werden,
das ich voller Stolz zu Beginn meiner Herrschaft empfinde. George VI. Hatte wohl das Pech, zu Beginn des Rundfunkzeitalters König zu werden. Zuvor musste ein König lediglich aufrecht stehen können und nicht von seinem Pferd fallen, wie es auch im Film gesagt wird. Das änderte sich in den 1930er Jahren mit der Erfindung des Radios. Das war für George VI. Ein großes Problem. Ein Jahrhundert früher wäre dem Volk wohl nie aufgefallen, dass er stotterte. Im folgenden Jahr war das Königspaar Staatsgast von Präsident Lebrun in Paris. Die darauffolgende Kanada-Reise war ebenso erfolgreich wie die der Königstochter 12 Jahre später. Auf der Reise traf der König und die Königin US-Präsident Roosevelt in Washington. Das war in den 1930er Jahren, als sich die Lage verschlimmerte. Hitler zeigte in Europa bereits seine Aggression. Man ahnte also schon, dass das eine gewaltige Herausforderung würde, die der König zu bewältigen hatte. Um aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen für die Überwindung des Folgezustandes. George VI. War sehr darauf bedacht, Nazi-Deutschland zu beschwichtigen. Er war kein Unterstützer Hitlers. Er fürchtete Hitler, aber er wollte keinen Krieg riskieren, weshalb auch Neville Chamberlain bei seiner Rückkehr von der Konferenz zum Münchner Abkommen die Rede zum Frieden für unsere Zeit geschrieben hatte und sie im Beisein des Königs auf dem Balkon des Buckingham Palace hielt. Tagelang bangten die Staatsmänner, die mit der Führung unseres Empire betraut sind, ob der Konferenz zur Tschechoslowakei-Krise. Der Krieg wurde abgewendet, dennoch sind wir der Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden kein Stück näher gekommen. Der König ist aus Schottland zurückgekehrt, auf dass er die Regierung und seine Minister enger beraten könne. Er wurde von einer Menschenmenge bei Buckingham Palace zurück in der Hauptstadt empfangen. Nun schlug die Stunde von Premierminister Neville Chamberlain. Seit seiner Amtseinführung strebte er stets unbeirrt danach, einen Frieden in Europa zu erwirken. Als die dunklen Wolken des Krieges die Welt der Menschen bedrohten, fasste der Minister einen weisen wie mutigen Beschluss. Möge er als Friedensstifter Chamberlain in die Geschichte eingehen. Außenminister Lord Halifax verabschiedete den Premier vor seinem ersten entscheidenden Flug nach Deutschland. Mit ihm reisten die Berater Sir Horace Wilson und Mr. William Strang. Vor der Abreise wandte sich der Premier an das Volk. Ich werde mich mit dem deutschen Kanzler treffen, da mir in dieser Situation eine Unterredung zwischen ihm und mir möglicherweise zielführend erscheint. Mein Ziel war es stets, den Frieden zu sichern. Dass der Führer bereitwillig auf meinen Vorschlag einging, weckt in mir die Hoffnung, dass es kein Treffen ohne Ergebnis bleiben wird. Niemand könnte wohl mehr erreichen als er, doch können Menschen allein keine Erfolge erzwingen. Daher sagen wir von ganzem Herzen, Gott stehe ihm bei. Drei Jubel für Chamberlain. Der König wollte absolut nicht, dass das Land in den Krieg ziehe. Dennoch sollte er uns vor allem für das, was er in diesem Krieg tun würde, in Erinnerung bleiben. Am Morgen des heutigen Tages überreichte der britische Botschafter in Berlin der deutschen Regierung ein Ultimatum. Wenn wir nicht bis 11 Uhr erfuhren, dass sie ihre Truppen aus Polen abziehen würden, bedeute dies die Ausrufung eines Kriegszustandes zwischen unseren Ländern.
Ich muss Ihnen mitteilen, dass nichts dergleichen uns erreicht hat und sich dieses Land folglich im Krieg mit Deutschland befindet. Premierminister Neville Chamberlain hatte bereits im Laufe des Tages den Krieg ausgerufen. Dies war die erste Gelegenheit für den König, als guter Vater der Nation zu seinem Volk und dem Empire zu sprechen. Die Rede am Ende des Films, die wir heute als die King's Speech kennen, war ganz klar eine außerordentlich bedeutsame Rede. In dieser so dunklen Stunde, der vielleicht schicksalsschwersten unserer Geschichte, sende ich an jeden Haushalt meiner, unserer Völker, sowohl daheim als auch in Übersee, diese Botschaft. Mit der gleich tiefen Sympathie für jeden von Ihnen, so als würde ich auf Ihrer Türschwelle stehen und höchstpersönlich mit Ihnen sprechen. Zum zweiten Mal im Leben der meisten von uns befinden wir uns im Krieg. Mit Gottes Hilfe werden wir dies überstehen. Möge er uns alle segnen und schützen. Ja, der König hatte Sprachschwierigkeiten. Es war eine Radioansprache ohne Bild. Ja, sie enthält Pausen. Mit unserem heutigen Wissen erkennen wir, dass er sich mit einigen Wörtern schwer tat. Aber wenn man der Rede zuhört, ist sie durchaus ergreifend und dramatisch. Ich denke auch nicht, dass die Pausen in Anbetracht der Umstände schlimm sind. Es war eine sehr bewegende Rede an die Nation von einem Mann, der im Laufe des Krieges seinem Volk in allem Leid und allen Prüfungen beistand. In gewisser Weise war der Zweite Weltkrieg seine Rettung, denn in diesem Umfeld konnte er seine staatsmännische Rolle während des Krieges ausspielen, aus dem er als äußerst beliebter König hervorging. Ob bei seinen Truppen in Frankreich oder daheim bei seinem ausgebombten Volk, sein Mut und sein Frohsinn waren inspirierend. In diesem totalen Krieg wurde das Zuhause des Königs zerbombt, wie auch bei vielen seiner Bürger. Dies sind die Schäden einer Bombenexplosion auf dem Anwesen des Königs in London, nur wenige Meter vom Palast entfernt, in der Nähe seiner Wohnstube. Tags zuvor besuchten König und Königin andere von Bomben beschädigte Teile Londons. Das von Ihnen gezeigte Mitgefühl wird Ihnen nun erwidert. Dieser Krieg berührt uns alle. Wir sind alle involviert. Die Bomben der Flugzeuge der Nazis über London können überall fallen, weshalb nun Ihre Hoheiten das Trümmerfeld in Ihrem Garten durchschreiten, genau wie die Familien aus 100 weiteren Häusern heute. Buckingham Palace ist jedoch keineswegs zerstört, ebenso wenig wie der Rest Londons. London bietet den Nazis die Stirn. Der König war in Buckingham Palace, als dieser von Bomben der Luftwaffe getroffen wurde. Er wäre beinahe ums Leben gekommen. Königin Elizabeth sagte anlässlich der Zerstörung, jetzt könne man dem East End auf Augenhöhe begegnen. Der König war seinem leidenden Volk sehr nah. Sie besuchten regelmäßig die zerbombten Bereiche des Londoner East End. Der König war von der Rationierung betroffen. Er selbst bemaß das Wasser für die Bäder des Buckingham Palace, da man damals sein Bad nur bis zu einer bestimmten Höhe füllen sollte. Man brachte eine Farbmarkierung in der Wanne an. Er achtete persönlich darauf, dass niemand Wasser verschwendete. Ich wende mich nun an Sie aus Buckingham Palace. An die Bevölkerung Londons, obgleich meine Worte für alle britischen Städte, Gemeinden und Dörfer zutreffen, die der gleichen Gefahr ausgesetzt sind. Die Königin und ich haben viele von Bomben zerstörte Orte gesehen, viele Menschen, die gelitten haben,
und die noch immer in höchstem Maße leiden. Unsere Herzen sind heute bei Ihnen. Den Männern und Frauen, die fortwährend Notfallhilfe leisten, möchte ich meinen ganz besonderen Dank aussprechen. Die Opferbereitschaft der zivilen Helfer, Feuerwehrmänner, Rettungshelfer und vieler anderer angesichts der großen und ständigen Bedrohung bescherte dem britischen Volk neuen Respekt. Diese Männer und Frauen sind unseren Streitkräften ebenbürtige Partner. Dies sind dunkle Zeiten, doch die Zukunft könnte noch düsterer werden. Die Mauern Londons sind zerschlagen, doch der Wille Londons ist entschlossen und unbeirrt. In London, wie in ganz Großbritannien, werden Bauten voller Schönheit und Geschichte willkürlich angegriffen. Einfache Häuser, ebenso wichtig und uns vertraut, werden zerstört. Doch wird es immer ein England geben, das der Welt ein Symbol und eine Bastion der Freiheit ist, wie auch unser geliebtes Zuhause. And to be our own dear home. Während des Krieges aß der König jede Woche mit Churchill zu Mittag. Sie hatten sich anfangs nicht gut verstanden, aber das änderte sich. Bei diesen Mittagessen war niemand sonst zugegen. Sie waren im Buckingham Palace ganz unter sich. Er erfuhr vertrauliche Informationen, was ihn sehr belastete, denn so wusste er um die Gefahr, in der Großbritannien schwebte. Er wusste, was Churchill meinte, wenn er von der dunkelsten Stunde sprach. Churchill war das plakative, politische Gesicht des britischen Widerstands. Er brachte all diese Emotionen zum Ausdruck. Man denke an, wir werden an den Stränden kämpfen und seine anderen Reden. Der König blieb äußerlich ruhig und erfüllte seine Rolle ohne Überschwänglichkeit, traf sich mit der Öffentlichkeit und besuchte das zerbombte East End. Ich denke, das hat beim Volk viel bewirkt. Ich bin auch der Ansicht, dass George VI. Während des Krieges ein König war, mit dem sich die Menschen identifizieren konnten. Und damit hat er eine wichtige Rolle gespielt. 8. Mai 1945, ein Tag des Sieges in Europa, voller Szenen dankbaren Jubels im Herzen der Hauptstadt des Empire, wie auch auf der ganzen Welt. Auf dem Trafalgar Square versammelten sich tausende Menschen, um den Frieden willkommen zu heißen. In ganz London, der Festung der Freiheit, bejubeln Millionen den Sieg nach fast 6 Kriegsjahren. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht ziehen die Massen zum Buckingham Palace, um König und Königin, die die Gefahren und das Leid des totalen Krieges an der Seite des Volkes erlebten, Respekt zu zollen. Sie stehen auf dem von Bomben beschädigten Balkon ihres Zuhauses, das wie viele tausend andere in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der König wandte sich in diesem Moment der Dankbarkeit an sein Volk und seine Streitkräfte in aller Welt. Heute danken wir Gott für diese große Erlösung. Zwar ist diese älteste Hauptstadt unseres Empire vom Krieg gezeichnet, doch ließ sie sich nie einschüchtern oder entmutigen. Aus eben diesem London bitte ich Sie, sich meinem Dank anzuschließen.
Deutschland, der Feind, der ganz Europa einen Krieg aufzwang, wurde endlich besiegt. Wenn man ihn sich nach dem Ende des Krieges bei seiner auf Film festgehaltenen Rede zur Nation ansieht, sieht man den Preis, den er bezahlen musste. Er war enorm gealtert. Es war klar, dass er eine große Last getragen hatte. Nach dem Krieg war er schockiert, als Churchill in der ersten Wahl aus dem Amt flog. Er gewöhnte sich aber sehr schnell an die linkssozialistische Labour-Regierung. Aneurin Bevan, damals Gesundheitsminister und später der Vater des NHS, entwickelte eine enge Beziehung zum König, was für den Sohn eines Bergmanns aus Wales ungewöhnlich war. So jemand war die letzte Person, die normalerweise mit einem König interagieren sollte. Sie beide stotterten und waren sofort auf einer Wellenlänge. Der König passte sich also dem Wandel der Zeiten an und erkannte, dass sich die britische Gesellschaft veränderte. Das Unterhaus bringt den Willen des Volkes zum Ausdruck und erfüllt seine Funktion pflichtbewusst, auch nach der Bombardierung seiner Heimat. Das neue Haus wurde so nahe wie möglich am alten gebaut. Es soll ein behaglicher Ort für Diskussion und Beratung sein. Da seine Tugenden teils auf den engen Familienkreis zurückgehen. Man kann sagen, dieses Haus gehöre unserer großen Familie, denn es ist mit großzügigen Geschenken aus dem gesamten Commonwealth verziert. Dieses neue Haus wird der Welt ein Zeichen unseres Glaubens an die Freiheit sein, da hier freie Männer und Frauen ihrem Gewissen folgend sprechen können. Die rettende Gnade des Humors und die Bereitschaft, den Standpunkt anderer zu verstehen, sind seit jeher typisch für unser Volk. Nicht hingegen das Schweigen der Unterdrückung. Andernorts liegt die Freiheit danieder. Doch die Stimme der wahren Demokratie erklingt weiter von den Lippen unseres Volkes, zum Trost all jener, die an die ungehinderte Äußerung ehrlicher Meinungen glauben, dieses edle Ziel und aufrichtige menschliche Bedürfnis. Human feeling. Der Krieg beeinträchtigte den König und seine Gesundheit erheblich. Er hatte sein ganzes Leben lang schon gesundheitliche Probleme gehabt. Die Belastung durch den Krieg machte das sicher nicht besser. Der gesamte Commonwealth steht unserem König nach den Worten seiner ärztlichen Berater zur Seite. Dies sind die Bilder des letzten Auftritts seiner Majestät. Am Remembrance Day war der König auf seinem üblichen Posten, jedoch schon geschwächt. Bei der Heerschau im Hyde Park musterte seine Majestät jede Einheit.
Nie hat sich unser geliebter König zu Lasten seines Volkes geschont, das ihm nun von ganzem Herzen eine schnelle Erholung wünscht. Es ist bemerkenswert, dass eine seiner letzten Reden, die er zu Weihnachten unbedingt halten wollte, aus kleinen Bruchstücken verschiedener Aufnahmen zusammengeschnitten werden musste, da es ihm nicht gut genug ging, um noch mehr als 2 oder 3 Minuten am Stück zu sprechen. Der König kam mit einem Sonderflug in London an, nachdem er seinen Urlaub in Balmoral für weitere Behandlung unterbrechen musste. Das ganze Land sorgt sich um die Gesundheit seiner Majestät. Treue Unterstützer zollen ihm im Regen vor dem Palast ihren Respekt. Angesichts der Rückkehr des Königs in die Hauptstadt betet das gesamte britische Volk voller Inbrunst für seine Gesundheit. Zum 15. Jubiläum der Thronbesteigung erinnern wir uns an den ersten Auftritt unseres weisen und gütigen Königs, seine Krönung. Im folgenden Jahr war das Königspaar Staatsgast von Präsident Lebrun in Paris. Die darauffolgende Kanada-Reise war ebenso erfolgreich wie die der Königstochter 12 Jahre später. Auf der Reise traf der König und die Königin US-Präsident Roosevelt in Washington. Dann brach der Krieg aus, eine schwere Prüfung für den jungen Monarchen. Ob bei seinen Truppen in Frankreich oder daheim bei seinem ausgebombten Volk, sein Mut und sein Frohsinn waren inspirierend. In diesem totalen Krieg wurde das Zuhause des Königs zerbombt, wie auch bei vielen seiner Bürger. Doch das Blatt wendete sich nach dem Besuch der Armeen in Nordafrika. Nach der alliierten Invasion Europas traf der König Feldmarschall Montgomery in der Normandie. Nach langen Jahren des Krieges werden wir den Tag des Sieges nie vergessen. Der Frieden war zurück in Großbritannien und die Königsfamilie reiste auf der Vanguard nach Südafrika. Die Heirat von Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip erfreute das königliche Elternpaar. 1951 feierte Großbritannien das Southbank Festival. Doch die 15 Jahre seiner Herrschaft hatten seine Majestät gezeichnet und er musste operiert werden. Nach bangen Tagen erfuhren wir nun die frohe Kunde, dass der König seiner Pflicht erneut nachkommen werde. Danken wir also dem Oberhaupt unserer großartigen Staatenfamilie für 15 Jahre unermüdliche Hingabe. Am 31. Januar verabschiedete König George VI. Seine Tochter am Londoner Flughafen. Sie und Prinz Philip würden an seiner Stadt, das Commonwealth, bereisen, während er sich von einer schweren Krankheit erholt. Sie machten zuerst im Tree Tops Hotel in Kenia Halt. Nachrichten aus London. Mit großer Trauer verkünden wir die folgende Nachricht. Heute, am 6. Februar 1952 um 10.45 Uhr, wurde aus Sandringham verlautbart, dass der König, nachdem er sich gestern normal zu Bett begeben hatte, am heutigen Morgen im Schlaf verstorben ist. Die schwere Bürde wird ihm leicht. Der König endlich ruhen mag. Die Last der Krone endlich weicht, die ihm so schwer war jeden Tag.
von Landeszwist, Kriegsbitterkeit, von Sorg und Pein geradezu gezeichnet und des Volkes Leid, findet ein König endlich Ruh. Herr, gib ihm deinen Frieden. Wem, wenn nicht ihm, der uns sein Leben hat beschieden, sei eines Kriegers Ruh verliehen. A warrior's rest. Für die Königin, also die Witwe des Königs, die wir als Königinmutter kennen, war das ganze Prozedere schmerzhaft und plagte sie weit über seinen Tod hinaus. David Seidler, der das Drehbuch schrieb, hatte die Königinmutter um Erlaubnis gebeten, all das zu verwenden. Sie lehnte strikt ab, mit der Begründung, dass die Erinnerungen auch 1981 noch zu schmerzhaft waren. Sie bat auch darum, den Film nicht zu ihren Lebzeiten zu machen. David Seidler respektierte das und nahm die Arbeit an dem Film nicht wieder auf. Die Königinmutter belastete das sehr. Sie hatte nie gewollt, dass Bertie König wurde. Und sah besser als alle anderen, wie George VI. Unter der Last litt. Sei es körperlich, emotional, beim Stottern und all seinen Gesundheitsproblemen. Er und die Familie lagen ihr sehr am Herzen. Ihr Beschützerinstinkt als Ehefrau und Mutter der kleinen Familie war sehr ausgeprägt. Sie stand ihm in all den schrecklichen, schweren Jahren des Krieges zur Seite. Tragischerweise starb er im Alter von 56 Jahren, während sie als Witwe fast doppelt so alt wurde. Der Tod König George VI. 1952 war ein großes, tragisches Ereignis für das Land, denn er war gerade einmal in seinen 50ern gewesen. Heute ist es schwer für diejenigen von uns, die es nicht miterlebt haben, die enorme Welle der Trauer und des Kummers von damals nachzuvollziehen. Auch gab es wohl Bedenken, ob seine Tochter, die noch sehr, sehr jung war, der Aufgabe gerecht werden und die Nachfolge als Monarchin antreten könnte. Sie war zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters noch nicht einmal im Land gewesen. Angeführt von Premierminister Winston Churchill und Oppositionsführer Attlee, begrüßten die Minister der neuen Königin sie bei ihrer Rückkehr in London. Das britische Volk trauerte um den König, die Königin um ihren Vater. Die Herrschaft König George VI. Dauerte 15 Jahre. Allen Widrigkeiten, ob öffentlich oder privat, in der Heimat wie in der Welt zum Trotz, tat er zuverlässig seine Pflicht. Der Abschiedsgruß all seiner Regierungen und Völker ist wohlverdient. Als der König starb, prangten auf dem Kranz, den Churchill auf den Sarg legte, die Worte "For Valor", dem Heldenmut. Das sind die gleichen Worte wie auf dem Victoria-Kreuz.
Er bewies sich als würdiger König seiner Zeit. Er war keine schillernde Gestalt, nicht extravagant. Er war ein hingebungsvoller, treuer Familienmensch. Die Verkörperung der Werte seiner Zeit. Der Leib des Königs kam für die Beisetzung nach Windsor. Während der Beisetzung herrschte in London stilles Schweigen. Die meisten Männer trugen schwarze Krawatten, die Frauen ein Trauersymbol. Die Times schrieb: So sehr alte Werte hinterfragt werden, das Volk respektiert sie dennoch. Selbst die munteren Töne der Wochenschau waren entsprechend verhalten. Nach dem Tod und der Beisetzung des Königs beginnt für seine Familie ein neues Leben, da eine neue Königin die Bürde der Monarchie auf sich nimmt. Eine Bürde, die angesichts der großen Hoffnungen ihres verunsicherten Volkes zu Beginn des elisabethanischen Zeitalters wohl umso schwerer wog.